Wir werden immer öfter gefragt, wie nachhaltig seid ihr denn eigentlich? Ja, was ist Nachhaltigkeit denn überhaupt? Was bedeutet das Ganze? Für uns ist Nachhaltigkeit viel mehr als Klimaschutz. Es ist der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen. Es ist aber auch eine langfristig orientierte Unternehmensführung als Familienunternehmen und, was für uns noch viel wichtiger ist, der faire Umgang mit Menschen, mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Kunden, mit unseren Händlern, Vereinen, aber auch den Lieferanten und allen Menschen, die bei denen arbeiten. Das sind alles Werte, die wir als Familienunternehmen schon sehr lange leben und auch jeden Tag dran arbeiten, um hier besser zu werden. Aber wir sehen auch, dass die aktuellen Herausforderungen, wie zum Beispiel der Klimawandel, so alleine nicht lösbar sind. Das heißt, wir müssen hier schneller werden, wir müssen noch mehr machen und wir müssen vor allem auch mit anderen zusammenarbeiten. Ein gutes Beispiel, das das zeigt, ist zum Beispiel der CO2-Abdruck von einem T-Shirt. Ja, wenn ich das T-Shirt nehme, dann sind wir nur für ca. 30% der Emissionen direkt verantwortlich. Das heißt, die können wir mit unseren Prozessen, mit unserer Handlungsweise beeinflussen. Ein Großteil aber liegt an anderen Stellen. Knapp 40% fallen bei der Herstellung des Materials, beim Färben, bei der Verarbeitung an. Hier haben wir nur bedingt Einfluss. Und ein anderer großer Teil, knapp 30%, der liegt bei euch. Das heißt, wenn ihr die T-Shirts wascht, wenn ihr sie trocknet, bügelt und später entsorgt, auch da fallen viele Emissionen an. Also ihr seht, so ein großes Thema, da können wir nur wirklich die Fortschritte erzielen, die wir brauchen, wenn wir gemeinsam dran arbeiten. Und genau das wollen wir mit Our Team for Better World auch umsetzen. Da möchten wir euch informieren über Projekte, die wir bereits umsetzen, unsere Partner, Kunden, Lieferanten, Vereine umsetzen, vor allem auch die Themen, die wir zusammen machen, neue Ideen gewinnen und dann wieder umsetzen, uns austauschen, vernetzen, aber natürlich auch motivieren für diejenigen, die vielleicht dem Thema noch etwas kritisch gegenüberstehen. Weil eins ist auch klar, Nachhaltigkeit ist wichtig und es ist kein Ja oder Nein, kein Schwarz oder Weiß, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess, bei dem wir nur gemeinsam als Team auch wirklich Verbesserungen erreichen können. Genau das wollen wir mit Our Team for Better World erreichen. Das ist unser Ansatz und ich freue mich, wenn auch ihr dabei seid.